So Leute, willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Yeah, Cloud, verfällt in Depression. Das ist unser letzter Stand. Mal sehen. Wir sind in Gongara, ja. Bist du wach? Diese Leute machten sich solche Sorgen, dass sie an deiner Seite blieben, bis du wieder aufgewacht bist. Du hast echt gute Freunde. Genau, du weißt es nicht mal zu schätzen. Boah. Cloud! Hey, wie geht's dir? Ich will nur wissen, wie du dich entscheidest. Willst du etwas über dich erfahren? Oder hast du Angst, etwas herauszufinden? Egal, wenn du hier bleibst, dann kannst du dich eigentlich nur deswegen beunruhigen. Selbst falls du wieder durchdrehst, wenn du Sephiroth siehst, wenn's passiert, passiert's. Ich gehe in deinen stacheligen weißen Kopf und sorg dafür, dass du wieder normal wirst. Cloud, alles wird gut gehen. Wir sind alle bei dir. Aber falls es passiert, passiert's. Mach dir keine Sorgen. Genau, dann haut Mr. T dich persönlich um. Du hast recht. Er hat recht, oder? Komm! Gehen wir, um Aeris zu finden. Ja, gehen wir Aeris finden. Viele Leute, oder wahrscheinlich jeder, der das Spiel kennt, wird jetzt wissen, was als nächstes passiert. Auf jeden Fall wird das jeder wissen. Und wir werden uns jetzt... Yay! Wir werden uns jetzt... Yeah, da ist die Tiny Bronco. Wir werden uns jetzt ziemlich weit nach Norden begeben, denn dort befindet sich das nächste Zielort. Ich werde mich jetzt kurz offscreen ausrüsten, damit ich für den Rest gewappnet bin, und ich werde meine Gruppe zusammenstellen, und dann sehen wir uns gleich wieder hier an dieser Stelle wieder. Bis gleich! Es geht jetzt auf jeden Fall hier weiter. Ich habe mich ausgerüstet, optimiert, und jetzt dürfte eigentlich alles soweit im grünen Bereich sein, und ich würde sagen, wir gehen unser nächstes Ziel an. Wir können allerdings noch etwas besorgen. Ich weiß nicht, eigentlich könnte ich euch das zeigen. Eigentlich. Allerdings müsste ich dann ganz woanders hin. Da ist Gold Saucer. Ja, allerdings müsste ich dann ganz woanders hin. Weil jeder von euch wird jetzt wahrscheinlich wissen, was als nächstes passiert. Man kann aber noch etwas für Aeris holen. Ja, allerdings braucht man das eigentlich nicht mehr, weil... Ja, wegen dem Grund halt. Aber wir könnten das machen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich hier überhaupt richtig bin. Keine Ahnung. Ich könnte es aber auch später holen. Wie gesagt, es ist jetzt eigentlich nicht mehr notwendig. Man könnte noch ihre ultimative Waffe holen. Aber ja. Lassen wir das einfach. Wir müssen uns nach Norden begeben. So lautet mein nächstes Ziel. Nach Norden. Allerdings muss ich jetzt erstmal schauen, wie ich denn überhaupt da hinkomme, weil ich habe keinen Plan. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich nach Norden komme, zur Stadt des alten Volkes. Eventuell hier lang. Ja, mit der Tiny Bronco hier, mit dem kaputten Flugzeug hier, ist das nicht so toll, da man ja nur in seichtem Gewässer und in Flüssen fahren kann. Ich meine, besser wie gar nichts, aber okay. Man muss sich damit zurechtfinden. So, ich denke, dass ich jetzt hier raus muss. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, dann bin ich hier. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal hier drum herum. Hier drum herum, wenn es geht. Ja, es geht tatsächlich. Fahren wir an Rocket Town vorbei. Da ist Wutai. Ja, genau, und dann hier rum. So. Und dann hier um diese ganzen scheiß Fisselinseln da vorbei. So. So, jetzt dürften wir eigentlich auf dem richtigen Weg sein. Beziehungsweise auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Dann fahre ich nochmal hier lang. Dann hier an diesem Inselstück vorbei. Ja, genau, da oben. Da oben ist unser nächstes Ziel. Bum, bum, bum. Weit im Norden befindet sich unser nächstes Zielort. Na, na, na. Allerdings muss ich erstmal gucken, wo ich denn landen kann. Ich glaube, beziehungsweise anlegen kann. Was heißt landen? Ich glaube hier. Yay! Da müssen wir anlegen. So, dann machen wir das auch gleich mal. Und begeben uns sofort zum nächsten Ort. Yay! Okay. Willkommen in Bone Village, der Stadt für Naturliebhaber. Was willst du? Wo ist die Stadt des alten Volkes?
Die Stadt des alten Volkes? Oh, du meinst wahrscheinlich die vergessene Stadt. Ja, genau, die meine ich. Boah, hier liegt ein kaputter Düsenjet. Boah, what the hell? Die Mondharfe ist irgendwo hier vergraben. Wenn du willst, können wir sie für dich ausgraben. Genau, die Mondharfe, die brauchen wir nämlich, damit wir weiterkommen. So, was gibt's hier? Diamantenreif. Mhm. Oh ja. Wie sieht's mit Schächten aus? Oh, sehr gut. Gut, das heißt, ich werde mir mal 1, 2 Stück kaufen. Ansonsten brauche ich jetzt erstmal noch nix. Nö. So, werde ich das erstmal kaufen. Hier anlegen. Ausrüsten. Oh ja, der ist natürlich um einiges besser. Yay. Und dann noch für Barrett. Diamantenreif. Gut. Dann hätte ich das schon mal. Dann werde ich jetzt mal alles verkaufen, was ich denn nicht mehr brauche. Habe ich ja bestimmt auch wieder einiges zusammen. Verkaufen, Objekte. Oh ja. Ja, ausrüsten werde ich mich auch noch. Also Goldarmband kann auf jeden Fall weg. Sternenanhänger auch. Elfenring, ja, kann eigentlich auch weg. Ach, Trompetgranate ist also doch für Kaisid. Silberarmband, kann eigentlich auch weg. Eisring, Dreizack und Dragonerlanze. Das sind zwei Waffen, die ich auch nicht brauche. Kokofeder kann auch weg. Arbeitshandschuhe, okay, Aurora-Stange. Die ist, glaube ich, sowieso schlechter, war das, ja. Da werde ich die auch weglegen. Raketenschlag ist auch schlechter, so viel ich weiß. Deswegen weg damit. So, das sollte erstmal reichen. So, dass wir erstmal wieder ein bisschen Ordnung hier reinbekommen. So, als nächstes werden wir dann nach der Harfe suchen. Fangt mit dem Graben an. Du suchst nicht nur nach der Mondharfe. Wonach graben wir sonst noch? Ja, da kann man jetzt aussuchen, aber wir suchen jetzt nach der Mondharfe erstmal. Ja, jetzt kann man mit auswählen, wo sie denn graben sollen, diese Leute. Wo genau sie graben sollen, weiß ich allerdings nicht. Ich weiß es nicht mehr. Suche anordnen, ja, muss man ein bisschen bezahlen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ach, jetzt kommt der angetrabt hier. Boing, 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 boing. Grabe. So, dann werde ich hier nochmal einen ansetzen. Ich weiß wirklich nicht, wo man denn graben muss. Ich weiß es nicht. Gut, aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt einen Cut machen an dieser Stelle. Und das nächste Mal geht's weiter bei Let's Play Final Fantasy 7. Bis dann. Tschüss. So, Leute. Ja, kleines Missgeschick. Das letzte Video war, wie gesagt, ich musste es ja jetzt in zwei Teilen aufnehmen. Das letzte Video war doch noch ein bisschen kurz. Und das heißt, ich kann jetzt noch ein bisschen ein Stück dranhängen. Ja, probieren wir doch einfach, graben wir mal weiter. Ich weiß wirklich nicht, wo diese Mondharfe versteckt ist. Ich glaube, man kann drei Leute kann man, glaube ich, hier an delegieren, dass die graben sollen. Oder? Oder wie viel? Nochmal ein? Ach nein, nochmal ein. Ja, dann machen wir da hinten nochmal ein. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sind. Oder kann man da so viel graben lassen, wie man möchte? Dann eventuell noch hier ein. Ja, ja, man kann, genau, man kann graben lassen, wie viel man möchte. Also ich weiß wirklich nicht, an welcher Stelle das dieses Ding ist. So. Okay. Wähle die Ausgrabungsstelle. Genau, da wo die Blicke sich jetzt treffen, da muss man graben lassen. Ach genau, so war das. Die graben nicht an den Stellen, sondern an denen ich sie platziert habe, sondern die graben da, wo sich die Blicke treffen. Ja, aber wo ist das? Hallo, wo muss ich denn graben? Hä? Aber wo? Nein, nein, das muss irgendwo hier sein in der Nähe, oder nicht? Hä? Okay, das ist merkwürdig. Das ist merkwürdig. Wo muss ich denn aufnehmen? Ausgraben.
so. Ich hätte das wegdrücken. Oh Gott. Oh Mann, es ist so lange her, seit ich dieses Spiel das letzte Mal gespielt habe. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Das war aber, glaube ich, nicht die richtige Stelle, oder? Ich glaube nicht. Oh, doch. Die Mondharfe erhalten. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Okay, das heißt, wir können uns eigentlich weiter auf den Weg machen. Ich werde mich trotzdem... Nee, ich habe mich schon ausgerüstet, oder? Ja, ich habe mich schon ausgerüstet. Mein Gott, ich weiß ja gar nichts mehr. Nichtsdestotrotz werde ich an dieser Stelle jetzt einen Cut machen. Wie gesagt, für das Video sollte das eigentlich ausreichen. Wir haben die Mondtafel erhalten und wir werden uns das nächste Mal zur Stadt des alten Volkes begeben. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Final Fantasy 7. Euer Lucifer.